Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2. Ja, die letzte Aufnahme ist ja jetzt schon wieder ein gutes Stück her. Das tut mir sehr leid. Das Ganze hat zwei Gründe. Das eine ist, dass ich jetzt für meinen Kanal noch ein paar andere Sachen hatte, die ein bisschen Zeit verschlungen haben. Also ein neues Projekt und das Ende von Tomb Raider 3 hat auch nochmal sehr viel Zeit gekostet. Und der andere Grund ist der, dass ich mal wieder diese Aufnahme ein zweites Mal mache. Ja, wir sind ja jetzt nämlich an einer Stelle, wo ich angekündigt habe, es geht jetzt mit der Hauptquest weiter. Also nicht gleich ganz sofort, wie ihr dann sehen werdet, aber halt innerhalb dieser Aufnahme. Und ja, diese Stelle in der Hauptquest ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Es war halt damals beim ersten Mal spielen ein sehr einprägsames Erlebnis für mich. Und ich möchte das halt so gut wie es geht für euch rüberbringen, dass ihr das vielleicht so ähnlich erleben könnt. Also, ich meine, die es kennen, für die ist es natürlich halt sowieso nochmal was anderes, aber für die es nicht kennen, ja. Also es ist mir persönlich halt einfach wichtig. Und deswegen habe ich mir gedacht, gönne ich mir einfach mal nochmal ein bisschen Perfektionismus. Ja. Okay, ja, dann möchte ich jetzt hier auch nicht weiter noch um den heißen Brei herumreden. Ich hatte das letzte Mal angekündigt, also wir haben ja das letzte Mal Nebenquests abgegeben, sind dadurch fleißig in der Stufe oder in mehrere Stufen aufgestiegen. Und ich hatte angekündigt, dass wir uns jetzt mal ein bisschen auch um unser Inventar kümmern und mal ein bisschen besser ausstatten. Und deswegen war ich offscreen handeln bei den ganzen Händlern hier im Dorf. Ja, es hat mich mal wieder sehr viel Zeit gekostet, mich zu entscheiden. Und deswegen hat das Ganze halt auch länger gedauert. Also war schon eine gute Entscheidung, dass ich das offscreen gemacht habe. Und das Ergebnis möchte ich euch jetzt einfach mal präsentieren. Ja, als erstes sehen wir, dass Renja hier einen neuen Bogen angelegt hat. Den haben wir allerdings das letzte Mal schon gefunden. Und zwar ist es dieser tolle, normale, leichte Kompositbogen des Hasens der Feuerfledermaus. Ja, genau so sieht er auch aus wie Hase und Feuerfledermaus. Nicht irgendwie wie der Unterkieferknochen eines gigantischen Trollschädels oder so. Also daran erinnert es mich total. Also als hätte man das von irgendeinem so riesigen Haifischmaul oder eben so einem Troll. Wir wissen ja noch nicht so genau, wie das jetzt hier aussieht im Spiel, so ein Troll. Als hätte man das da irgendwie vom Kiefer abgesägt und dann noch so mit so Zähnen. Also sieht schon ziemlich cool aus, aber nicht nach Hase und Feuerfledermaus. Naja. Und dann steht ja jetzt hier auch noch dabei, selten, ja. Also wir haben halt diesen tollen Bogen mit dieser sehr exquisiten Kombination aus Attributen, die ihm diesen tollen Namen verleihen. Und dann steht auch noch in Klammern dazu selten. Und dann gibt es genau den gleichen Bogen nochmal in diesem kleinen verschlafenen Kaff hier. Ja. Denn ich habe genau den gleichen Bogen mit genau den gleichen Attributen natürlich dann bei Dirk gesehen. Ja. Die Welt ist klein. Ja, wir wissen noch nicht so genau, wie groß die Welt jetzt hier von Divinity eigentlich ist. Also ich meine jetzt sowohl natürlich die Spielwelt als auch die eigentliche Welt. Also ob sie eigentlich genauso groß ist wie, ja, wie unsere Welt, das ist eine gute Frage. Wir wissen es nicht genau, aber es ist schon wirklich ein arger Zufall, dass genau in diesem kleinen Kaff sich dieser seltene Bogen jetzt zweimal aufhält. Also, naja, nicht ganz, weil, also jetzt nicht mehr, denn ich habe festgestellt, die Händler haben wieder neuen Kram bei sich, wenn man das Spiel neu lädt. Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat Dirk jetzt wieder anderes Zeug bei sich. Das Einzige, was behalten, sind eben die einmaligen Gegenstände und das sind eben auch die Set-Gegenstände. Und es ist eigentlich ganz angenehm, weil dann hat man eben durch mehrmals Laden auch ein bisschen die Möglichkeit, da ein bisschen was zu optimieren. Das habe ich jetzt aber trotzdem nicht voll ausgereizt. Also ein paar Sachen habe ich bekommen. Und an anderer Stelle habe ich mich dann geärgert, als ich das dann zum ersten Mal rausgefunden habe, dass die Händler neue Sachen haben, wo ich so dachte,
Na, ich kann mich jetzt noch nicht entscheiden. Ich speichere mal kurz und lege das Spiel noch mal kurz zur Seite und dann, als ich wieder neu geladen habe. Ja, aber wir haben trotzdem ganz gut, eine ganz gute Ausbeute. Aber bevor ich noch dazu komme, gibt es noch eine andere Sache, die ich das letzte Mal angekündigt habe, um die ich mich kümmern wollte. Und zwar gibt es hier ein leeres Veredelungsfeld. Ja, also es gibt in Divinity 2 Bezauberungen und Veredelungen und bis zur letzten Aufnahme hatte ich mich noch nicht damit beschäftigt, wie das im Einzelnen funktioniert. Und das habe ich jetzt eben offscreen auch ausprobiert. Ja, dieser Bogen hat ein leeres Veredelungsfeld und der Gürtel, Spoiler, ja, das ist noch der vom letzten Mal, der hat ein leeres Bezauberungsfeld. Und ich habe quasi beides mal offscreen ausprobiert oder wollte es mal offscreen ausprobieren. Bezaubern funktioniert so ähnlich wie Tränke brauen. Also wir brauchen dafür eine Formel, die hat beispielsweise der Händler Lamotte bei sich. Da habe ich dann probeweise einfach mal ein paar Formeln gekauft und weil Gürtel unter Schmuck hier oben fällt, also es gibt Bezauberungsformeln für Waffen, für Rüstung und für Schmuck, also jetzt nicht speziell für Gürtel und Hoden und Armschienen und so, sondern eben für diese Oberkategorien, und da habe ich mir eben ein paar Formeln für Schmuck gekauft und festgestellt, dass ich für keine dieser Formeln genügend Zutaten habe. Ja, toll. Ja, also fürs Tränkebrauen brauchen wir Pflanzen und fürs Bezaubern brauchen wir Edelsteine und Erze. Und man sollte eigentlich meinen, unsere Auswahl hier ist schon ziemlich ordentlich, aber nein, es hat leider nicht gereicht. Ja, also Bezaubern steht noch aus, das habe ich nicht ausprobieren können. Ja, und wie ist das jetzt mit dem Veredeln? Da sind wir bei Vorräte. Ja, da haben wir diese tollen, leichten und schwachen Veredelungen. Ja, jeweils schwache Veredelungen, okay. Haben wir schon einige gefunden. Ich habe mir jetzt auch eine gekauft. Und ja, das ist ganz simpel. Veredeln, ja, mit Rechtsklick und dann hat sich das schon erledigt. Und da ich persönlich diesen Bogen eigentlich ganz gut finde und der Meinung bin, wir werden den wahrscheinlich auch eine Weile behalten, habe ich mich entschieden, auch hier mal eine Veredelung dann direkt mal anzubringen. Und zwar habe ich mir dafür einfach mal die schwache Veredelung der Gewandtheit gegönnt, also +2 zu Gewandtheit. Das ist jetzt eben so diese Klasse an Veredelung, die wir derzeit im Spiel bekommen. Wir bekommen noch nicht so viel Besseres, da müssen wir einfach noch ein bisschen weiter warten. Und ja, ich habe natürlich, als ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, mir solche Sachen immer bis ganz zum bitteren Ende aufgehoben. Das ist natürlich nicht sehr, ja, es bringt natürlich nicht sehr viel. Also es ist dann immer so ein Kompromiss finden zwischen diesen Gegenstand behalte ich jetzt eine Weile, dann setze ich halt jetzt eine Veredelung von dieser und jener Stärke ein und dann kommt halt mit dem nächstbesseren Gegenstand wieder die nächstbessere Veredelung. Ja. Okay, also machen wir das einfach mal, veredeln und dann haben wir hier schon die Auswahl. Und zack, so einfach geht's. Und dann haben wir hier das in Gelb dastehen, schwache Veredelung zu der Gewandtheit +2 zu Gewandtheit. Sehr schön, ja. Hier wird uns nichts weiter farbig angezeigt, aber ja, wir wissen, 2 davon kommen von unserem Bogen. So viel dazu, so viel zu Veredeln und Bezaubern. Und ja, was hat es jetzt mit dem Rest unseres Inventars auf sich? Also, den Gürtel habe ich schon gesagt. Da habe ich jetzt keinen neuen rausgesucht, weil ich finde ihn eigentlich ganz praktisch. Wir haben einerseits relativ gut Lebenspunkte und wir haben +1 zu Ausweichen als passive Fertigkeit. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich habe halt einfach noch nichts Besseres gefunden. Was ich auch behalten habe, sind unsere Nahkampfwaffen. Da war die Auswahl natürlich sehr, sehr groß, aber weil ich jetzt diese Nahkampfwaffen nicht völlig schlecht finde und und es halt bei der Auswahl an Nahkampfwaffen fand ich es halt auch sehr anstrengend, das jetzt irgendwie noch durchzuoptimieren. Und wir kämpfen ja jetzt auch nicht so oft mit den Nahkampfwaffen, deswegen habe ich das jetzt einfach mal links liegen lassen.
Ja, dann haben wir ja vom letzten Mal noch unseren tollen Wildwesenhelm. Ich will immer sagen Wildwiesenhelm, ja. in Glockenblumenform. Nein. Den habe ich natürlich auch jetzt nicht ausgetauscht. Der wird uns noch eine Weile erhalten bleiben. Da sehe ich gerade, da gibt es sogar noch einen Kompositbogen dazu für das Set. Ja, das könnte dann der Bogen sein, der unseren jetzigen Bogen ablöst. Wer weiß. Ja, ich habe mir eine neue Rüstung gegönnt. Leichte Armee-Rüstung des Wächters. Des Wächters! Ja. Nahkampfrüstungswert plus 1, Fernkampfrüstungswert plus 1. Also ich nehme mal an, dass dieses des Wächters Attribut jeweils auf so einen Nahkampf- oder Fernkampfrüstungswert sich bezieht. Ich weiß es nicht genau. Plus 1 zur Lebenskraft, Nahkampfschutz erhöht eure Nahkampfschutz um 3. Ja, es ist jetzt nicht top, aber ich habe gedacht, naja, besser als nichts. Also es war so ein Kompromiss aus dem, was gerade noch im Angebot gab und dem, was wir uns finanziell noch leisten können. Denn ja, wir hatten vorher irgendwie, glaube ich, sowas wie um die 3000 und jetzt haben wir nur noch 571. Ja, ihr werdet gleich sehen, warum. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich jetzt halt was auf jeden Fall besser ist als das, was wir vorher hatten. Aber naja, wie gesagt, ich wollte das jetzt auch nicht mit ewig nochmal neu laden, mit dem Angebot der Händler komplett durchoptimieren. Wir finden ja vielleicht auch bald was in absehbarer Zeit. Bei den leichten Wächterarmschienen, ja, auch da habe ich nichts Zufriedenstellendes gefunden. Da gleiches Problem. Deswegen habe ich das jetzt hier sogar einfach mal gelassen. Also noch nicht mal irgendwie was leicht Teureres gekauft oder so, also was leicht Besseres, sondern sind halt unsere Anfangsarmschienen, ja. Und dann habe ich aber ganz teure, edle Beinkleider gekauft. Ja, ungewöhnlich, feiner, leichter Räuberbeinschutz. Nein, natürlich nicht diese Beinkleider, sondern diese da. Beinschutz der Rivellon-Wächter. Ja, das hatte ich schon mal bei Derg vorgelesen. Und die brauchen aber Stufe 8, deswegen habe ich die jetzt noch nicht angelegt. Aber wir sind ja zu zwei Dritteln Stufe 8, deswegen habe ich mir gedacht, ist das jetzt der richtige Moment, um die sich mal zu gönnen. Ja, also das hat natürlich einerseits Geld gefressen. Und dann haben wir auch ein bisschen Schmuck eingekauft. Und Schmuck ist halt einfach immer teuer, ja. Also den Ring, den hatten wir schon das letzte Mal, der bringt uns ein bisschen was zu Mana-Regeneration, das ist nicht schlecht und hat Aura des Magieschadens. Ich habe leider keinen noch besseren Ring jetzt hier gefunden für das zweite Feld, ist jetzt halt so. Aber wir haben einen tollen Armreif, tödlicher, fein gearbeiteter Juwelenarmreif des ewigen Verbrennens. Plus 1 zu Untoten beschwören, ja. Ist das nicht nice? Auch dieser Armreif hat ein leeres Veredelungsfeld und wir haben spontane Entzündung. Wahrscheinlichkeit von 6%, dass eure Gegner in der Nähe Feuer fangen und innerhalb von einer Sekunde 6 Schaden erleiden. Ja, ist das nicht schön? Ja, also bei den Veredelungen, also hier würde ich sagen, wäre mir jetzt die Veredelung fast zu schade, um sie hier einzusetzen. Ich glaube, das lohnt sich nicht. So wirklich. Und hier ist mir jetzt der Armreif zu schade. Da würde ich einfach noch tatsächlich auf die nächst besseren Veredelungen warten. Denn ich glaube, der bleibt uns eine Weile erhalten. Ja, und dann haben wir noch eine ganz tolle Halskette. Perlenhalskette der Weisheit der Kriegsgötter. Plus 1 zu Weisheit. Ja, als ich das gesehen habe, war mir klar, auch diese Perlenhalskette, die müssen wir haben und die wird uns auch noch eine ganze Weile erhalten bleiben, glaube ich. Aura des Schadens, Wahrscheinlichkeit von 7%, dass Gegner, die euch Waffenschaden zufügen, 2x6 Magieschaden erleiden. Ja, nett. Ja, auch hier wieder gleiche Geschichte. Leeres Veredelungsfeld heben wir uns noch auf. Ja, das hat eben sehr viel Geld gefressen. Und ich habe zwar ein bisschen was verkauft, aber gerade diese sehr billigen, einfachen Rüstungssachen, die habe ich aus irgendeinem Grund doch noch aufgehoben, sehe ich gerade. Die bringen so gut wie gar nichts an Geld ein und
Ja, jetzt hier habe ich gedacht, naja, im nächsten Kampf essen wir halt einfach mal eine Kleinigkeit, dann geht der ganze Schrotz ja auch mal weg. Und Questgegenstände, ja. Ich finde es total irritierend, dass hier diese Spruchrolle zu sehen ist, also so ein Pergamentstück. Und dann ist unter diesem Reiter in dieser Kategorie sind irgendwelche Fleischklumpen abgelegt, ja. So frisch, dass es noch schlägt. Auch jetzt nach so langer Zeit noch, Rinja, ich weiß nicht. Finde das komisch. Okay, igitt. Ja, und hier konnte ich mich halt bei den ganzen Sachen, also von diesen ganzen Zutatensachen, sage ich mal, möchte ich halt ungern irgendwas verkaufen. Man weiß halt nie, wann man das vielleicht mal noch braucht, wo ich mir schon vorstellen könnte bei den Pflanzen. Also es gibt so viele verschiedene Tränke, dass ich bin halt nicht so der Freund von diesen ganzen hier geringe Stärke und geringe Gewandtheit und geringe Intelligenz, sowas halt dann direkt vom Kampf zu trinken. Das kann man mal machen, wenn man sich halt wirklich vor einem Bossfight richtig boosten muss, aber ja, naja, mal gucken. Aber jetzt so gerade diese schwachen Tränke, das ist irgendwie, naja, mal gucken. Ja, und bei Büchern, selbst die Bücher, die wir schon gelesen haben, ich mag sowas halt nicht, sowas wegzutun, zu verkaufen oder wegzuschmeißen. Und bei dem Seil, ja, ich weiß, es steht explizit Müll dabei, aber wenn das Spiel das so explizit sagt, dann denke ich erst recht, dass ich das vielleicht noch an irgendeiner Stelle später mal brauchen könnte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, deswegen sind wir auch bei 97 von 100, also kurz davor, wirklich überladen zu sein. Und deswegen denke ich, ist es an der Zeit, uns auch mal diese Fertigkeit hier mal näher anzuschauen, verstauen. Ich glaube, vorgelesen hatte ich das schon mal. Ja, da würde ich jetzt einfach mal einen Punkt investieren. Nicht um, wie der Held dort im Spiel, irgendwie in irgendeinem Bauernhaus Braten und Kürbisse einzusammeln, sondern eben vor allem um Zutaten und Bücher einzusammeln. Und weil ich mich halt nur sehr schweren Herzens von Waffen und Rüstungen trennen kann, die, mit denen ich eine gewisse sentimentale Bindung habe, weil Renja die schon die ganze Zeit jetzt hier benutzt hat und naja, nee, ganz so schlimm ist es noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es kommt. Gerade so die Set-Gegenstände, sowas verkaufe ich dann halt ungern. Naja. Okay, deswegen investieren wir hier einfach mal einen Punkt. Wir haben 2 Punkte übrig. Das können wir uns leisten. Und wir können uns auch in Erinnerung rufen, dass wir bei der nächsten Stufe, Stufe 8, können wir dann auch den nächsten Punkt hier in Weisheit investieren. Dann sind wir schon bei 3. Und wir sehen jetzt auch, also bei Ausweichen haben wir das schon vorher gesehen, aber wir sehen jetzt auch bei Weisheit und bei Untotenbeschwören, dass da die Zahl violett ist, also was ja bedeutet, dass durch unser Inventar die Zahl dort, die Stufe dort höher ist, als das, was wir eigentlich gelernt haben. Ja, machen wir das einfach mal verstauen. So. Ja, so viel dazu. Ein kleiner kurzer Ausflug in unser Inventar. Und dann habe ich das letzte Mal auch festgestellt, dass es ja doch noch ein paar kleine Nebenquests gibt oder Optionen, die wir ruhig mal noch in Angriff nehmen können. Und das möchte ich jetzt einfach mal noch schnell machen, bevor wir dann mit der Hauptquest weiter fortschreiten. Auch wenn ich das jetzt schon ewig angeteased habe mit der Hauptquest, ich weiß. Aber ich verspreche, dass ich das jetzt hier nicht ewig ausbreiten werde. Also es wird wahrscheinlich halt eine Folge jetzt noch werden. Wenn ich das jetzt hier mit dem Inventar, je nachdem wie lange das jetzt hier mit dem Inventar gedauert hat.